Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Killzone 2 mit mir, alle Woche 1993. Ja, es geht weiter. Die Tortur geht weiter mit der PS3 natürlich, mit am Schdissel. Ja, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben. Flotte der ISA wird ja angegriffen und ich werde natürlich auch wieder angegriffen. Ich weiß zwar noch nicht von wo, aber hey. Ach ne, das war ja wieder falsche Taste. Ja. Gestern aufgenommen, heute schon, einen Tag später, volle Sau, die Steuerung wieder verpeilt. Das kann man... Ohne Scheiß, ich glaube, das kriege nur ich hin. Und ich glaube, ich sterbe schon. Fuck! Das Problem ist halt, die Helgas, glaube ich, können sogar von hinter mir kommen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber hey. Sicher kann man ja nie sein, ne? Alter, the fuck. Es geht auf jeden Fall schon hier ordentlich stark los. Damals Maul. Auf jeden Fall, ich denke mal, wir müssten eigentlich bald dem Ende nahe sein. Na komm. Deswegen vielleicht ein bisschen mehr Schuss. Nee, nicht wirklich. Weil, guck mal, wir werden nämlich schon angegriffen und das ist eigentlich immer so ein Endzeichen. Oh, oh. Dass wir dann halt nur noch, dass die jetzt halt in Offensive gehen, wir halt alle größten Teil abwuchsen und dann halt einen Gegenschlag ausführen. Das ist meist immer so. Es ist ja, ich glaube, in COD fast auch so. Greifen an, denn dann machen wir einen Gegenschlag und dann ist Ende im Gelände. Na gut, dann nehmen wir doch mal die Waffe. Na komm. Ah, hier liegt noch Moni, kann es sein? Ja, ja, geil, Moni. Aber es kotzt mich schon wieder ein bisschen an, dass ich jetzt schon so früh hier an der Stelle festhänge. Kann ich da hinten auch runter? Ne, sieht nicht danach aus. Aber ich kann die besser von der Seite hier wegholen. Das ist auf jeden Fall für mich schon mal ein bisschen positiver. Aber dass die sich immer so bewegen müssen. Na gut, die, wie gesagt, KI, zum Glück hier schlau. Zwar ein bisschen zum Nachteil für mich, weil ich ja nun nicht der größte Aimer bin. PC, PS3 technisch, beziehungsweise generell kontrollmäßig. Kannst du mal hier bleiben. Du mein komischer Waffroboter. Ich nenne die Dinger immer noch liebevoll klein, zu klein geratene AirTag. Aber wenn ich so an den AirTag denke, meine Fresse, Mann. Ich hätte mir da so viel sparen können. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, in der Mitte, dahin. Und ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass hier noch irgendeine ist. Da hätten wir ein MG mitnehmen können. Brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Wir sollen da rein. Ich weiß gar nicht mehr, was wir überhaupt machen müssen. Super. Ich werde auf jeden Fall angeschossen. Das ist auch natürlich nicht so schön. Mich kotzt ja... Hä? So, da hinten ist er ja. Ich finde es immer noch ein bisschen doof, dass ich halt meine... die Pistole halt nicht wirklich tauschen kann gegen eine zweite... Ja, Primärwaffe. Also gegen ein MG oder sonst irgendwas. Oh, ein Speierpunkt. Sondern halt nur Pistol gegen Pistol. Gut, kann man einerseits auch ein bisschen nachvollziehen. Aber ich finde es aber dennoch ein bisschen, naja. Und ich habe gerade eine Mail bekommen. Aber ich habe keinen Bock jetzt nachzugucken. Ausche, ich guck mal jetzt mal fix rüber. Ist nur Schwachsinn. Brauchen wir nicht. So. Komm, stirb. Was? Du bist nicht tot. Na komm, den da hinten holen wir uns auch noch. Wo muss ich denn hin? Noch weiter runter? Ach super. Stirbst du ja? Schwer bewaffnete? Achso, das ist ja wieder der komische Vogler. Uiuiui, jetzt kriegen wir noch Glück auf. Schon wieder. Ja, ich werde natürlich wieder geblendet. Wie soll es auch anders sein? Ich mache mir das Spiel natürlich auch schwerer als es ist. Ich habe nämlich ein neues Fenster bekommen und da ist nämlich noch keine, so eine Jalousie, noch so ein Roller. Oh, hi. So ein Rollladen halt noch nicht da. Mit am Start. Das heißt, ich kann es nicht wirklich verdunkeln. Ist jetzt ein bisschen doof, aber egal. Und was ich ein bisschen doof finde, dass ich... Ich kann auf jeden Fall die Granaten runterschmeißen. Das ist auf jeden Fall für mich gar nicht mal so unübel. So, weil wir müssen ja einfach nur auf die Tanks schießen und dann müsste er eigentlich theoretisch hochgehen. Wir haben ja hier zum Glück einigermaßen einen guten Punkt. Ja, ich finde mal eine gute Position. Was ist denn hier los schon hier? Achso, ich werde von der Streber geblockt. Ein gutes Positioning hier gerade. Und du müsstest einfach nur ein normaler Spacko sein, der einen Flammenwerfer hat, ja? Ja. Und ich brauche eine Helgaswaffe. Da haben wir noch einen. Ist der tot?
Aber wie die hier gerade schon wieder umherstöhnen, Mann, das ist nicht wahr. Flammenwerfer würde ich ganz gerne ungern haben. Aber hier kriege ich nochmal Muni, jawohl. Ich kann meine Muni sogar komplett auffüllen. Ja, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, wie geil. Ja, und du? Oh, hoppala. Das wollte ich nicht. Hä? Was bist du denn? Ach, du bist mein Kollege von mir. Wir müssen durch die Sicherheitsschleuse und sagen Sie den Ingenieuren, dass die Situation unter Kontrolle ist. Naja. Alle tot. Lassen Sie uns rein. Ich brauche Ihren Namen, Rang und Dienstnummer. Was soll das? Für Formalitäten haben wir... Die Überwachungskameras sind aus. Ich muss sie identifizieren, bevor ich die Tür öffnen kann. Corporal Billinghurst, Victor, Mike 7, 3, 4, 6, 9, Bravo, X-Ray. Okay, authentifiziert. Kommen Sie rein. Mist, wir müssen den verdammten Luftraum sichern. Sergeant, die Hitjäger sind überall. Wir könnten sie hinten an der Barbordflanke brauchen. Gehen Sie die Treppen runter zum Batteriedeck. Die Treppen runter zum Batteriedeck. Dann rechts. Los. Flakbatterie besetzen. Oh, darf ich die jetzt runterknallen? Wie geil ist das denn? Alles wird gut. Da. Ja, du überlebst schon, passt schon. Jawohl, ich... Jawohl, oh, wie geil ist das denn? Ich darf mit der Flak umherknallen. Es sieht dabei geil aus. Hier Flakkontrolle. Wie ich sehe, aktivieren Sie den Geschützturm. Hören Sie, Sie müssen den Sektor scannen und so viele Leech-Spots vom Himmel holen wie möglich. Okay. Ich weiß, dass Sie das nicht gerne machen, aber geben Sie alles. Jeder Schuss muss sitzen. Ja. Munitionsvorrat ist begrenzt. Flakkontrolle Ende. Sind das die Dinger, die ich da wegholen muss, oder was? Ich weiß halt nicht, was genau ich jetzt da wegholen muss. Muss ich die... Nur die Hickjäger? Also die Hellgastjäger? Die da unten? Zack. Oder muss ich die Dinger da runterholen? Ach so, okay, das sind auf jeden Fall meine. Alles klar, die großen Trägerflotten, das sind meine. Das heißt, ich muss wirklich nur die ganz normalen kleinen Dinger da unten wegholen. Ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert, weil die doch echt schnell sind. Zack. Holen wir uns mal eine Rakete. Das Gute ist halt, dass die Raketen so gut sind. Und dass die halt doch eine starke Hitbox haben, dass ich da halt doch einigermaßen gut treffen kann. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich da... so gut treffe. Ich habe jetzt eher so mit dem Call of Duty... Nee, war es in Call of Duty 2? Ich weiß gar nicht, in was für ein COD das war. Oder war es in COD 5? Mit den EWAC. Wo man halt auch das Schiff, das Flugzeug hatte und da ein bisschen hin und her ballern musste. Es kann auch in Teil 1 gewesen sein mit einer Mission, aber ich weiß jetzt nicht. Jetzt bin der Meinung, dass jetzt auch in COD World at War war. Also mit dem Wasserflugzeug. Egal. Ich dachte jetzt so, dass man da wirklich ein bisschen mehr hat. Also dass man halt wirklich ganz genau die Flugzeuge treffen muss. Aber hier habe ich eine rechte Hitbox von den Gegnerschiffen. Das freut mich auf jeden Fall. Brauche ich halt nicht so stark. Braucht man. Braucht man zum Glück nicht allzu gutes Aim, um die scheiß Dinge hier runter zu holen. Außerdem hat man ja noch ein paar Raketen. Ich habe zwar nur noch 6, aber hey. Ich werde da hinten mal eine anvisieren. Okay, also die werden auf jeden Fall getroffen. Sofern mein Fadenkreuz rot ist, gehen die auf jeden Fall tot. Das ist sehr gut. Das Problem ist halt... Das war die helle Dämmerung. Sie brennt von einem Ende zum anderen. Oh ja. So, und da unten haben wir noch ein paar. Aber ich kann, das Problem ist halt, dass ich hier nicht komplett durchrattern kann, weil das ist MG, das, weil die Flak halt heiß wird. Das heißt, immer ein paar Salven reinballern und in der Hoffnung, oder beziehungsweise hoffen, dass die halt in der Zeit noch kaputt gehen. Den habe ich jetzt nicht gekriegt, das ist ein bisschen doof. Aber ohne Scheiß, dass jetzt so eine Mission nochmal kommt, das finde ich wirklich geil. So eine Mission mag ich ja, wenn die ja nicht übertrieben werden und wirklich eine oder maximal so zwei Missionen hiervon drin sind, ist schon geil, das muss man schon sagen. Es sind schon ein arg viele, ne? Das war's mit dem Nachladen. Die letzten Schüsse müssen sitzen, Sergeant. Ja, ja. Das Problem ist halt, dass ich immer heiß werde und ich hoffe mal, dass... Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt alle Flugzeuge runterholen muss. Beziehungsweise...
Achso, ich kann noch weiterschwenken, alles klar. Beziehungsweise, was ich überhaupt machen muss. Ja, lol. Ich hab zwar nicht alle, schade. Aber ich konnte auf jeden Fall gut Schaden machen. Unglaublich, aber der Lastenaufzug funktioniert noch. Dann mal nichts wie los, was? Achtung, es folgt eine wichtige Durchsage. Achtung. Hier spricht Templer. Ich habe viel von Ihnen allen verlangt. Und ich wurde nie enttäuscht. Jetzt habe ich wieder eine Aufgabe. Evakuieren Sie die neue Sonne und vertrauen Sie mir ein allerletztes Mal. Wir müssen das tun. Verlassen Sie das Schiff. Gehen Sie an Land oder zu den verbliebenen Kreuzern. Setzen Sie den Kampf fort. Besiegen Sie die Hellgast und kehren Sie als Helden zurück. Es war eine Ehre und ein Privileg, an Ihrer Seite zu dienen. Templer Ende. Der Kampf macht gute Arbeit, Herr. Oh ja, es wird... Uiuiui. Also wir müssen hier definitiv runter. Weil so langsam fängt die Scheiße hier wirklich an zu kochen. Ohne Scheiß. Vor allem... Ich bin noch da, ja. Alles klar. Das Problem ist halt... Wie gesagt, ich habe immer noch so eine übelste Spiegelung. Auf dem Fernseher, das heißt, ich erkenne wieder sehr, sehr wenig auf dem Bildschirm. Ich wollte Netco eigentlich ein bisschen zuhören, aber egal. Ihr habt ja die Untertitel und ein bisschen hat man hier ja noch gehört, zum Glück. Oh, 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 da sind ein paar mehr. Erstens muss der weg, dann kommst du weg und dann können wir gleich nach hinten durchbrutzeln, dass wir den nach hinten wegkriegen. Und da ist Netco natürlich. Jetzt, wo man ihn braucht, wo er nicht mehr braucht oder wie auch immer. Ah, okay, der Typ mit dem Flammenwerfer lebt noch. Der musste auch mal bald tot sein, Mann. Der hat ein ganzes Magazin schon geschluckt. Hallo, holy fuck, Mann. Der schluckt ja mehr als, ja, manche andere Leute. Ja, ihr glaubt, ich weiß was. Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann haben wir... Ist der Typ jetzt mal tot hier? Ich traue mich nicht wirklich, dahin zu gehen. Ja, der Typ ist definitiv tot. So, nehmen wir den noch. Alter, wie viele Helgas stehen denn da? Holy shit. Na komm. Uiuiui, hallo. Es wäre auf dem PC bedeutend für mich, also für mich einfacher, da irgendwie die Headshot zu setzen und da durchzuraschen. Hau ab. Ich hab keinen Bock... Okay, das war auf jeden Fall sein Kopf. Ich habe keinen Bock, dass ich da wieder irgendwie da gesliced werde, so wie in der letzten Folge. Oh Mann, nee, das... Oder vorletzten Folge war das, wa? Oh, das war schon peinlich. Er kam an und hat mich instant gesliced. Nee, der Revolver ist eigentlich... Auch wenn ich den verfluche... So schlecht ist der eigentlich gar nicht. Das muss ich wirklich eingestehen. Auch so scheiße ich den Revolver finde, der ist aber doch schon recht gut. Das muss ich leider so zugeben. Die müsste eigentlich gut landen. Das Problem ist halt wieder, dass ich mal so rein gar nicht sehe. Das Gute ist halt an den Helgas, durch die Helme oder keine Ahnung warum die... Also, dass die Gesichter halt so leuchten. Dass ich die halt besser sehe. Ich hoffe mal, dass Netgos kaputt. Den haben sie schon wieder kaputt gemacht, die Penne. Ich will einen Ersatz haben. Schick mir einen Ersatz. Komm, yep. So, und den nehmen wir auch nochmal mit. Das heißt, müssten eigentlich alle getötet haben. Ich hoffe es zumindest. Und ich brauche schon wieder einen Muni, Mann. Und ich sehe nichts. Den weisen Verschnitt, den brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ja, ist okay. Holy shit, die sind ja wirklich überall. Also so überall meine ich jetzt mit überall.